willkommen in der Villa Oppenheim zu unserer ersten Veranstaltung heute am 31. August unter dem Titel Welche Literatur? Auf der Bühne oder auf dem kleinen Podium mit mir sitzen einmal Gün Tang zu meiner Rechten und noch weiter zu meiner Rechten ist Fikri Anil Altintas. Und ich bin Julia Schmitz, ich bin freie Journalistin vom Tagesspiegel und ich werde Ihnen die beiden Gäste ein bisschen näher vorstellen und dann werden beide ein paar Minuten aus ihren aktuellen Büchern lesen. Gün Tang, geboren in West-Berlin. Du hast Journalismus in Istanbul studiert an der Marmara-Universität oder Marmara, wie spricht man es aus? Marmara-Universität. Okay, gut. Und du bist aktuell Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Und im Herbst 2022 ist dein Debütroman erschienen, Die Optimistinnen, den Sie da vorne sehen können. Gün, willst du uns kurz zusammenfassen, worum es in dem Roman geht, wer ihn noch nicht kennt, wer ihn noch nicht gelesen hat? Es gibt zwei Protagonistinnen. Die erste Protagonistin ist eine Frau der ersten Generation der ArbeitsmigrantInnen. Und die zweite Protagonistin ist die Tochter. Und sie beschreiben beide, oder es wird beschrieben, die Geschichte der ersten Generation von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland, wie sie hier zum Arbeiten hergekommen sind, mit welchen Kämpfen sie zu tun hatten. Und parallel dazu reflektiert die Tochter, mit welchen Kämpfen sie heute hier zu tun hat. Möchtest du ein paar Seiten daraus lesen für uns? Sehr gerne. Meine Tochter hat mir ein Lesezeichen gemacht, ganz neu, deswegen zeige ich das so stolz. So. Eine Reise, Istanbul 1972. Paris, sie will nach Paris. Französisch spricht sie nicht. Aber sie spürt und fühlt den Klang der Sprache, leicht und leidenschaftlich. Die nächste, bitte. Der weiße Kittel reißt sie aus den Gedanken. Sie steht in der Schlange, vor ihr Frauen, hinter ihr und neben ihr Frauen. Überall Frauen, Frauen mit Kopftüchern, in Miniröcken, alte und junge, mit und ohne Ehering, Frauen mit Kindern und ohne Kinder. In den Händen ein kleiner Becher, die Urinprobe. Einige haben mehr als nur einen Becher gefüllt und teilen ihre Proben mit anderen Frauen, die sie dankbar annehmen. Sind Sie schwanger? Fragt der weiße Kittel. Schwanger? Offiziell gibt es hier keine schwangeren Frauen, darf es keine Schwangeren geben. Schwangere sind nicht erwünscht in Deutschland. Heben Sie die Arme, sagt der weiße Kittel. Paris. Unter den Armen hält sie Bücher, hält sich daran fest, Romane auf Französisch, die sie bereits auf Türkisch gelesen hat. Seite für Seite kann sie wiedergeben, mit geschlossenen Augen. In Paris liest man auf Französisch. Ein junger Mann spricht sie an, die Bücher fallen auf den Boden. Sie bücken sich nach ihnen. Ein Sonnenschein, ein Zitat, er lächelt. Zeigen Sie Ihre Zähne, sagt der weiße Kittel und holt sie in die Realität zurück. Scheu öffnet sie den Mund. Alle strahlen weiß, keine einzige Plombe. Es geht zu wie auf einem Pferdemarkt. Die Zähne einer Stute werden gezählt und begutachtet. Nur wenn alles stimmt, wechselt sie den Besitzer. Heute eingetaucht im Gestern. Ich tauche ein in das Gestern, suche nach dem, was ich in den Geschichtsbüchern meiner Schulzeit nicht finden konnte. Die Gastarbeit war männlich geprägt, wenn überhaupt vorhanden. Frauen existierten nicht. Bestenfalls fanden sie sich in der Familienzusammenführung wieder, obwohl ich weiß, dass die migrierten Frauen damals ganze Familien ernährten, während nicht einmal ein Drittel der westdeutschen Frauen erwerbstätig waren. Ich schwimme durch ein Meer von Geschichten, tauche nach den nicht erzählten Worten und Sätzen unserer Frauenmünder. Das Gestern formt mein Heute.
Kenne ich das Gestern nicht, so werde ich mein Heute oder zukünftiges Heute nicht verstehen, denke ich. Die vielen Frauen, die dieses Land mit aufbauten und veränderten, finden sich in der deutschen Geschichte kaum wieder. Starke Frauen, mutige Frauen, unsere Mütter, unsere Großmütter. Ich? Ich bin Sue, geboren im Dezember 1974 in West-Berlin. Im Grunde genommen habe ich zwei Vornamen, Gabriele Sue, aber Gabriele ist mir zu lang und so bleibe ich bei Sue. Mein Name ist Sue, ins Deutsche übersetzt, Wasser. Wasser bedeutet Leben. Leben. Sowohl gestern, heute als auch morgen. Ich habe eine Anne, eine Mutter, eine Mamutschka, alles in einer Person. Und ich habe einen Vater, physisch wenige Jahre anwesend. Glücklicherweise konnte ich mich für mehrere Väter entscheiden, aber dazu später mehr. Über die Männer auf dieser Welt wird grundsätzlich viel erzählt. Die Geschichten der Frauen fehlen. Daher zurück zu meiner Anne. Meine Anne, Nur, 22 Jahre war sie damals alt, geboren in einem Dorf in der Nähe von Batman, die Kindheit in Tarsus verbracht. Als sie nach Istanbul zogen, fühlte sie sich bereits erwachsen. Sie machte das Abitur und arbeitete als Telefonistin im öffentlichen Dienst. Sie lebte mit den Eltern und 5 Brüdern in der einzigen Stadt, die auf 2 Kontinenten liegt. Damals, das war 1972. Mamutschka las sehr viel, träumte im Filmformat, wollte die Welt sehen, Paris, London und weiter über den Atlantik. Und dann fand sie sich in einem kleinen Dorf in der Oberpfalz wieder. Genauer gesagt in einem Wohnheim, einer Porzellanfabrik. Ja, vielen Dank. Ich stelle Ihnen noch die zweite Person auf dem Podium vor. Anil, geboren in Wetzlar, das ist in Hessen, wer das nicht genau verorten kann. Du hast Politikwissenschaft und Osteuropa-Studien studiert in Tübingen, Berlin und auch in Istanbul. Du bist ehrenamtlicher HeForShe-Botschafter der UN Women Deutschland. Und du arbeitest als freier Autor und politischer Bildner. Da will ich dich erstmal fragen, was ist ein politischer Bildner? Das sind die Menschen, die politische Bildung machen oder in der politischen Bildung aktiv sind. Ich habe das irgendwann mal gegoogelt und dann ist mir dieser Begriff begegnet. Und finde ich gut, das klingt gut. Das klang erst wie so politischer Influencer für mich, deswegen. Sind wir das nicht alle irgendwie? Ja, nee, also ich bin verortet in einer Stiftung und arbeite in einer Stiftung und mache postmigrantische Jugendbildung. Okay. Du hast auch ein Buch geschrieben, im April ist dein Debüt Im Morgen wächst ein Birnbaum erschienen. Worum geht es darin? Also das Buch ist eine autobiografische Erzählung und versucht Fragen nach der Konstruktion und Dekonstruktion von marginalisierten Männlichkeiten zu beantworten, am Beispiel meiner eigenen Biografie. Und ich versuche diese Fragen vor allem auch, nicht nur, aber auch anhand der Vater-Sohn-Beziehung, also mit meinem eigenen Vater zu beantworten, aber es geht um viel mehr. Es geht auch um die Fragen, wie entstehen eigentlich Männlichkeiten und wie stark beeinflussen soziale Machtverhältnisse auch Männlichkeiten. Genau, es ist für mich eine autobiografische Erzählung, die aber eine Gegenrede gegen vereinnahmende Diskurse sind, um das mal so diplomatisch zu formulieren. Wir kommen da nachher noch drauf zurück, auch auf das Autofiktionale. Willst du ein paar Seiten lesen für uns? Ellerin atmet nur Toplio. Sammel deine Hände Birnen. Ein Birnbaum war es, der mich zu dem Mann machte, der ich heute bin. Mein Vater schenkte ihn mir. Er stand rechts neben unserem Sommerhaus in der Türkei, in unserem Garten. Ein kleiner Baum, den mein Vater am Rande der Landstraße gekauft hatte. Er sollte mich ständig darin erinnern, wer ich bin, wohin ich gehöre und wohin ich wachsen sollte. Wann immer der Wind gegen seine Blätter fuhr, weckte er in mir eine Sehnsucht, die mich fortan begleiten sollte. Manchmal träumte ich davon, meinen Birnbaum mit nach Deutschland zu nehmen. Zumindest redete ich mir das ein. Wahr ist, ich traute mich nicht, das zu tun. Mein Vater hätte es mir nicht erlaubt und ich wusste sehr wohl, wie ich mich als Sohn zu verhalten hatte. Wenn wir von gemeinsamen Ausflügen nach Hause kamen, griff mein Vater als erstes nach seiner Saz. In unserem Wohnzimmer spielte er sie jeden Tag. Im Hintergrund liefen dabei türkische Nachrichten. Er sang die Lieder von Arif Sağ, Ahmet Kaya, Musa Erolo.
Es ging um Liebe, um Sehnsucht und Freiheit, die verloren gegangen war. Nicht selten weinte er dabei. Eines dieser Lieder sang von lockigen Haaren, von Bergen, die Bilder seiner Heimat wachriefen. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına. Auf deine lockigen Haare ist Schnee gefallen, auf die Spitzen. Es war das erste türkische Volkslied, das ich auch vor meinen Eltern sang. Und damit trat ich offiziell in die Fußstapfen meines Vaters, so glaube ich. Es war wie mein erster Bartwuchs, ein Meilenstein, ein Schritt in die Richtung, die mich zum jungen Mann machte. Einer, der sich nicht schämt, vor anderen zu singen, zu zeigen, was er kann. Aber mein Vater wurde in der Türkei zum Mann und ich muss es mit ihm in Deutschland erst noch werden. Kommen wir gleich mal auf diesen Begriff der Autofiktionalität zurück. Ist das ein Begriff, den ihr mögt? Eigentlich, es gibt viele Autoren, die den vehement ablehnen. Bitte, ich muss meine Gedanken sortieren. Oder ich kann ja einfach weiterfragen. Also es ist etwas, was man eben im Germanistikstudium lernt, dass man die Erzählfigur und den Autor oder die Autorin nie gleichsetzen darf. Jetzt ist bei euch aber ganz klar, da sind autobiografische Züge. Bei dir, Gün, auch, nehme ich an. Wie ist die Idee zu dem Roman entschieden? Wann kam, war da irgendwann so ein Impuls, ich muss diese Geschichte jetzt mal aufschreiben von meiner Mutter und den anderen Arbeitsmigrantinnen, aber auch meine Geschichte? Es sind Aspekte von meiner Geschichte sicherlich mit dabei, aber es ist nicht meine Geschichte, auch wenn mir die Protagonistin Sue natürlich allein aufgrund in der Zeit, über die sie schreibt, noch näher ist als die Nur, die in dem Alter meiner Mutter ist. Ich muss sagen, ich habe schon vor vielen Jahren, also wirklich, da war ich noch Integrationsbeauftragte, mich sehr intensivst mit der Arbeitsmigration von Frauen beschäftigt. Ich habe eine Ausstellung dazu auch mit ins Leben gerufen. Und es war so ein bisschen der Aufschrei gegen die öffentlichen Debatten, die stattfanden, wo ich das Gefühl hatte, dass schwarze Frauen, Frauen of Color immer als Anhängsel dargestellt worden sind, als schwach, als ein Teil, was irgendwie keine eigene Meinung hat und von der weißen Frauenbewegung befreit werden müsste. So, und das hat irgendwie nie so in dem, was ich in meinem Leben beobachten konnte und durfte, gepasst, weil alle Freundschaften, die ich hatte, die hatten andere Mütter. Ich selber hatte eine andere oder habe eine andere Mutter und das hat mich geärgert. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht und haben erstmal diese Ausstellung gemacht und festgestellt, ja, es gab sehr, sehr viele Frauen, die gekommen sind und auch aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das zu einer Zeit, wo in der Bundesrepublik der Mann im Grunde genommen noch bestimmen konnte, ob seine deutsche Ehefrau arbeiten gehen darf oder nicht, ob sie zu Hause den Haushalt führen muss. Und dann habe ich, also hat sich ja auch in der Wissenschaft viel entwickelt. Ich habe irgendwann den Streik in Neuss entdeckt für mich, der mich unheimlich persönlich empowert hat. Weil ich dachte so, wie kommt das, dass das nicht irgendwie bekannter ist? Warum lernen wir das nicht im Geschichtsunterricht, dass es einen Betrieb gab, der von der Leichtlohngruppe, ich werde später noch genau erklären, was das ist, also befreit worden ist aufgrund von migrantischen Frauen, die da gestreikt haben. Ich habe das für mich nicht verstehen können. Und ja, also Sie können sich vorstellen, so auch in dem Job, in dem ich dann war, es sammelt sich so einiges im Körper und im Kopf und im Herzen und das musste alles raus und ich habe angefangen zu schreiben. Ich wusste damals aber noch nicht, dass es ein Roman wird. Ich habe die ersten 10 Seiten, die sind, glaube ich, noch fast identisch zu dem Manuskript, was ich ganz zu Anfang geschrieben habe. Ansonsten fing ich dann an, im Laufe der Zeit nicht nur aus den Gesprächen, die ich im Vorfeld geführt hatte, sondern wirklich explizite Interviews zu führen, mit Betriebsräten zu reden, mit den Frauen zu reden. Also noch mehr Informationen für mich aufzuarbeiten. Und als das Manuskript ist fertig geworden, das erste Manuskript, als ich 3 Tage vor der Geburt meiner Zwillinge, und dann gutes lag es Timing. Gutes Timing, genau. Aber dann lag es auch erstmal im Schubfach.
Und ich habe mich um anderes kümmern müssen. Ich habe mich erstmal um meine beiden Kinder gekümmert und habe mich aber gut gefühlt, weil ich, also es hat mich selbst empowert, muss man sagen. So. Und dann waren es doch Freundschaften, die mir gesagt haben, hey Gün, denen ich das zum Lesen gegeben habe, vertraulicherweise, die sagten, da könntest du doch mal schauen, ob du nicht noch eine größere Leserschaft ansprechen kannst. Und dann hatte ich das Glück, eine wirklich ganz tolle Agentin gefunden zu haben, dann eine ganz tolle Lektorin. Also ich bin in diesen Literaturmarkt doch mit Wattebäuschen reingekommen, muss man sagen. Also so doch sehr geschützt, was ich heute weiß, nicht normal ist. Und habe mich dann letztes Jahr freuen können, dass das dritte Kind auf die Welt gekommen ist praktisch. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben? Auch 9 Monate? Das ist jetzt schwer so zu sagen, weil ich hatte ja natürlich angefangen noch in dem Glauben, dass ich vielleicht nur Kurzgeschichten schreibe und dann hat sich dieser Roman daraus ergeben. Aber das war wahrscheinlich, waren es doch so zusammen dann 1,5 Jahre, 2 Jahre. 2 Jahre wahrscheinlich, ja. Okay. Zumal ich auch viel im Urlaub, also ich habe ja noch gearbeitet, und dann in jeglichen freien Minuten irgendwie was aufs Handy diktiert hatte. Anni, wie war das bei dir? Wie ist dieses Buch entstanden? Wann kam die erste Idee und das Bedürfnis, das aufzuschreiben? Ja, immer so eine große Frage zu Beginn. Also ich habe eigentlich angefangen, mich mit Themen der marginalisierten Männlichkeiten, türkisch-muslimischen Männlichkeiten, auf einer journalistischen Ebene zu beschäftigen und habe gemerkt, so rein journalistische Arbeit bedarf viel mehr Handwerk, das habe ich nicht. Und habe dann immer sehr viel auch biografische Elemente mit reingebracht, weil ich diesen Zugang total wichtig fand, auch für mich als Lerneffekt. Und in dem Rahmen habe ich gemerkt, also auch da, ich möchte das nur unterstreichen, ich habe zum Glück einen sehr, sehr engagiert und meinen liebsten Agenten, der nach irgendeiner Interview oder sowas meinte, ob ich nicht Lust hätte auf ein längeres Format. Und damit wird man ja, glaube ich, immer so ein bisschen gelockt. Man weiß nicht, was dieses Format ist. Und es sollte eigentlich ein Sachbuch werden. Es hat sich ja dann im Prinzip verändert und wurde dann eine literarische Erzählung, was sich insofern gut angefühlt hat, weil ich, also mein Buch ist im Prinzip, das sind einzelne kürzere Geschichten. Es ist kein zusammenhängender Roman oder sowas, obwohl Leute das als Roman bezeichnen, ist kein Roman. Und ich habe aber versucht, in jeder Geschichte eine Form der Erfahrung oder eine Form eines Elements, das zum Beispiel zu marginalisierten Männlichkeiten in Deutschland zu tun hat. Da geht es auch natürlich um so Adoleszenz, aber es geht auch um die Fragen von Fetischisierung, von Andersmachung, auch im sexuellen Kontext, als auch aber, wie begreife ich eigentlich Migrationserfahrungen von meinem Vater und was hat das überhaupt auch mit meiner Männlichkeitskonstruktion zu tun? Also da mal in Risse und Verletzungen zu gehen. Und dann habe ich einfach auch, glaube ich, 1,5, 2 Jahre einfach mal drauf losgeschrieben und bin dann auch, glaube ich, sehr romantisierend, auch im Urlaub mit so einem kleinen Heftchen und habe gedacht, ich werde erst nach Südfrankreich ziehen für eine längere Zeit und werde dann an diesem Buch schreiben. Aber es war doch sehr viel persönliche, nicht nur Reflexion, sondern auch Arbeit, die mit dem Buch verbunden ist. Und genau, ich würde heute dazu natürlich ganz anders schreiben etc., aber es ist für das, was ich möchte, nämlich auch einen politischen Wandel erzeugen, ist es das Buch, was sich für mich gerade sich gut anfühlt und das ist auch bisher die Reaktion auch von Lesungen als auch der Presse. Genau, ich kann gar nicht sagen, es ist irgendwie, ich bin jetzt irgendwie reingerutscht und jetzt will ich da auch irgendwie nicht mehr raus, aber ich merke auch jetzt, diese Literaturszene ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eher angebrannte Bratkartoffeln so ungefähr und das ist, das macht mir zu schaffen. Nette Umschreibung. Der Titel unserer Veranstaltung lautet ja, welche Literatur? Wir haben eben schon das kurz privat angesprochen. Wenn ihr jetzt definieren müsstet, ihr habt beide auf Deutsch geschrieben, schreibt aber über die Türkei auch und über Deutschland. Ist es deutsche oder ist es türkische Literatur oder brauchst du diese Definition eigentlich gar nicht? Gün, vielleicht du. Es ist im ersten, also es ist deutschsprachige Literatur. So, das auf jeden Fall. Ich frage mich, ob Literatur eine Nationalität braucht, eine Staatsangehörigkeit braucht oder ob Literatur nicht etwas
Universelles ist sowieso schon. Und von daher glaube ich, dass wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen als, werden als Migrantenliteratur, migrationspolitische Literatur. Ich würde aber sagen, es ist einfach deutschsprachige Literatur, die Geschichten erzählen, die in verschiedenen Ländern eine Rolle spielen, also in verschiedenen Ländern sich bewegen. Und dieses Stigma oder auch Diversitätskultur, Literatur, glaube ich, also das gibt es ja, also in den Staaten gibt es das ja auch, dass man, ne, dann da versucht, irgendwie so Kategorien aufzumachen. Ich glaube, das Schönste ist, wenn man es einfach liest und sich im besten Fall daran erfreut, ohne zu überlegen, zu welcher Nation es gehören soll. Es kann auch ohne Pass reisen, von daher. Ja, das ist das Beliebte. Man braucht immer eine Schublade, wo man es reinstecken kann, am liebsten, um irgendwie damit klarzukommen. War es für euch eine Option, auf Türkisch zu schreiben eigentlich? Anil, vielleicht? Du hast ja sehr viele türkische Sätze auch drin. Also die gedankliche Option war da, aber die realistische Einschätzung, ich hätte es nie auf Türkisch machen können. Ich glaube, es kennen einige auch deutschsprachige schreibende Personen, wenige, die auch auf Türkisch schreiben könnten. Ich glaube, das ist eine ganz andere Form des Denkens, des emotionalen Fühlens. Aber ich beherrsche Türkisch nicht in dem Maße, auch wenn mein Vater Türkischlehrer war und er das am liebsten so hätte. Aber es war für mich immer eine Option, das Türkische als Grundlage meines literarischen Denkens zuzulassen. Und das hat sich im Prinzip durch den Prozess gezogen. Ich habe gemerkt, also es gibt drei Bücher, ohne die es dieses Buch nicht gegeben hätte. Es war Olga Glasnova, Der Russ ist einer der Birkendieb, Melih Kirak, Frau sein und Dilek Güngör, Vater und ich. So, dass ohne diese Bücher gäbe es nicht. Aber ich merke schon auch, dass viel in deren Sprache auch mich in irgendeiner Weise anspricht, auch wenn es Deutsch ist. Und ich habe irgendwann angefangen, diesen Kitsch, den andere vielleicht auch Leute, die jetzt nicht mit türkischer Literatur, türkischer Musik aufgewachsen sind, diesen Kitsch als zuzulassen und nicht mehr von mir wegzudrängen. Und das war der Moment, wo ich dachte, ich komme jetzt an meinen literarischen Ton. Das heißt, ich habe dann angefangen, Aziz Nesin zu lesen, Fakir Baykurt, Ayşe Kulin und viele andere, aber auch immer so in Häppchen. Also ich konnte es jetzt auch nicht immer als große Mahlzeit, sondern eher als kleiner Zwischensnack, weil es war schon auch sehr viel. Und Orhan Pamuk sowieso schon so total verschachtelt, das kann ich nicht immer lesen. Ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann an den Punkt komme, auf Türkisch zu schreiben, aber mir reicht es erstmal auch auf Türkisch zu fühlen. Du hattest mir ja im Vorfeld erzählt auch schon, wie sehr dich türkische Lyrik und Literatur geprägt hat. Jetzt ist türkische Lyrik, nehme ich mal an, ich spreche selber kein Türkisch, aber ganz anders als deutsche Literatur, auch vom Duktus und natürlich, wie du das gerade Kitsch genannt hast, okay, aber inwiefern hat das dein Schreiben dann letztendlich beeinflusst und was hattest du auch für Herausforderungen? Also ich kenne, wenn du türkisch fühlst in der Literatur, wie lässt sich das ins Deutsch übertragen, ohne dass es dann hier wirklich kitschig klingt? Das war mit so einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwann auch egal tatsächlich. Also ich habe das dann einfach so, ich habe teilweise auch erst auf Türkisch versucht, irgendwelche Gedanken aufzuschreiben oder überhaupt im türkischen Hören mal zu erkennen, wie viel Kreativität und wie viel Bewegen, dass da eigentlich in so Zwischenformulierungen steckt, dass ich dem Türkischen nie mal so zuschreiben wollte. Das heißt, also ohne diese türkische Natur wäre ich nicht zu dem Ton gekommen und ohne diese türkische Natur, die im Hintergrund immer noch da ist, an der ich mich irgendwie festhalten kann, würde ich auch, glaube ich, nicht weiterschreiben wollen. Und das ist für mich einerseits gut, andererseits merke ich aber auch, ich kann Türkisch auch nicht so gut lesen, wie ich das möchte. Aber es ist und bleibt die Grundlage, weil ich auch in diesem Rahmen auch aufgewachsen bin. Fakir Baykurt ist mein, wie nennt man das denn, Godfather? Wie nennt man das denn? Pate klingt oft da so. Genau. Nein, also literarisch Pate auf gar keinen Fall, aber war ein Freund meines Vaters. Mein Vater ist mit Aziz Nesin oft in seinen Lesungen in Deutschland auf Tour gegangen und als ich das erstmal herausgefunden habe, dachte ich so, hier steckt, also da ist sehr viel Literatur bei uns in der Familie und das musste ich so ein bisschen abgreifen. Das war wie so Pflücken, so innerliches Blumenpflücken klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber so hat es angefühlt tatsächlich. Mhm.
Kommen wir mal auf die Arbeitsmigrantin, die man ja früher auch Gastarbeiter genannt hat oder Gastarbeiterin. Ich würde ganz kurz nochmal auch, also ich bin gerade so ein bisschen in Gedanken zu dem, was du auch gesagt hattest. Mich hat gestern meine Cousine gefragt, wenn du schreibst, denkst du eigentlich auf Türkisch oder denkst du Deutsch? So, und ich habe dann überlegt und dachte so, eigentlich Deutsch, ja, oder? Aber dann fiel mir doch auf, es gibt einfach Szenen, die auch von den Örtlichkeiten, von den Personen abhängig sind, die ich beschreibe dann oder über die oder ja die Figuren, die sprechen praktisch. Und dass es da auch einfach so, wie ich es in der Realität dann auch kenne, also ich gehe davon, also was ich rausgehört habe, du bist ähnlich aufgewachsen. Ich bin halt in einer Welt aufgewachsen, in dem beide Sprachen eine sehr große Rolle gespielt haben. Und von daher gibt es in bestimmten Zusammenhängen halt eher so diese türkischen Gedanken oder ein paar türkische Sätze, die einfach immer wieder mich einholen. Und ich würde die auch gar nicht als kitschig bezeichnen. Ich weiß, dass du es nicht so meintest, wie es angehört hat, aber ich weiß auch, woher das kommt, weil manchmal versucht man Sachen zu übersetzen und dann klingt das irgendwie nicht so herzlich, also so warm, wie sich's im Türkischen anhört, so, ne? Und dann denkt man so, mein Gott, das kann ich aber gar nicht jetzt so übersetzen, das versteht ja keiner. Genau, und von daher hat das, also ich merke, da ist immer so ein Springen da, also das ist schon fast, kann man sagen, wie so ein Radio, wo man von einem Sender zum anderen springen kann und mal in der einen Sprache und mal in der anderen Sprache was hört. Ja, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das war ein sehr schöner Einschub. Ich wollte nochmal über die Arbeitsmigrantin mit dir sprechen. Die sind ja eigentlich in den letzten Jahren überhaupt nicht sichtbar gewesen in der Literatur. Also meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie sehr, ob du das anders siehst, aber was denkst du, woran liegt das? Warum werden diese Geschichten jetzt erst erzählt, eigentlich 60 Jahre später? Sie waren schon da, aber sie waren nicht so sichtbar. Ich meine, eine der bekanntesten Autorinnen ist Emine Seviös damals, mit der bin ich auch groß geworden, praktisch, kann man sagen. Ist halt, also so wie es in vielen Feldern ist, natürlich spielt da der Fakt, dass sie Frauen sind, ein großer Punkt, dass sie migriert sind, ein großer Punkt. Also genauso kann man ja, also von der ersten Generation der Männer ist ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad, irgendwie gibt es Literatur, aber wenn man sich das anschaut, so auch in den letzten Jahren dann auch verstärkt, ne? Also es gab in den Anfängen so aus den Kreisen selbst Autoren, die geschrieben haben und auch sehr gut geschrieben haben, sehr schöne Sachen geschrieben, aber die sind nicht in die Fläche gegangen so stark. Und jetzt in den letzten Jahren ist halt das, dass die zweite, dritte Generation die Chance hat, ich glaube vor 10 Jahren wäre der Roman nicht erschienen, dann doch nochmal auf dem Markt zu erscheinen. Arbeitsmigrantinnen, warum wird weniger von ihnen berichtet? Ich finde, eher in den öffentlichen Medien wird sehr wenig darüber berichtet. Ich weiß, wir haben mit meinem Mann zusammen mal einen Fernsehbericht uns angeschaut, da ging es um die Optimistinnen und auf einmal gab es halt diese Bilder von Frauen, die gearbeitet haben. Und wenn ich mich an jegliche anderen Filme, Dokumentarfilme erinnere, wenn es um Arbeitsmigrationen ging, dann waren es doch immer Männer, die gezeigt worden sind. Also das heißt, auch das Material gibt es ja eigentlich, ist es da. Aber es spielt halt also da natürlich auch eine Form von Ausgrenzung eine Rolle, weil diese Frauen weniger gehört und gesehen worden sind, obwohl sie sehr laut waren. Das heißt, dein Roman ist auch eine Möglichkeit, ihnen jetzt eine Stimme zu geben, die sie eigentlich selber auch erhoben haben, aber halt literarisch nicht bisher. Also ich habe festgestellt, und das hat mir nochmal Kraft gegeben, ich habe ja beschrieben, dass ich anfing, eigentlich in einem eigenen Empowerment-Prozess zu schreiben. Und dann, als das Kind dann auf der Welt war, haben sich Frauen der ersten Generation an mich gewendet, einige kannte ich gar nicht, die haben sich über soziale Medien dann bei mir gemeldet, die sich bedankt haben praktisch, dass ich ihnen eine Stimme gegeben habe, wo ich zu Anfang wirklich Angst hatte, weil ich dachte, ich habe nie in einem Betrieb gearbeitet, also ich weiß nicht,
ich habe keine Ahnung, wie es ist, im Betrieb zu arbeiten. Und hatte wirklich Angst, irgendwie darüber auch zu schreiben, hatte ich also zu Anfang. Aber die haben sich bedankt und selbst aus der, also auch von Migrantinnen, die nicht, die waren nicht alle türkeistämmig, also auch jetzt, die relativ oder erst vor kürzerer Zeit dann hier eingewandert sind, mit Familienzusammenführung und ähnliches, also Frauen aus dem Libanon, aus Marokko, die kamen irgendwie auf mich zu und sagten, du schreibst mit unserer Zunge. Und das hat mir nochmal eine andere Form vom Empowerment gegeben, weil ich dachte, gut, ja, danke. Also ein Dankeschön an diese Frauen, dass sie das wahrnehmen und dass sie aber auch sich wiederfinden. Das ist wahrscheinlich etwas, was du vorher auch nicht gedacht hättest, dass das passiert. Was man sich vielleicht erhofft, aber ja nicht weiß, ne, so im Vorfeld. Mhm. In meiner Wahrnehmung ist jetzt in den vergangenen Jahren sind mehr Bücher, Romane und auch autofiktionale Romane von Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund erschienen auf dem deutschen Literaturmarkt. Was denkt ihr, ist das jetzt einfach die jüngere Generation, die auch mal sich also laut Gehör verschaffen will? Ist das für euch, nehmt ihr das auch so wahr? Ist das irgendwie jetzt ein Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt sind wir auch mal dran? Ohne dass das jetzt zu negativ klingen soll, also. Naja, das ist ja eine Struktur, die da ist. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, ich verschaffe mir jetzt mal Gehör. Das kann ich machen, wenn ich sage, ich mache meinen eigenen Verlag und was ja auch Kolleginnen machen und schreibe einfach das, was ich möchte. Aber was schon passiert ist, ist, dass Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, also sprich Frauen, schwarze Menschen, Menschen of Color, dass die queere Menschen, dass sie einfach nochmal einen anderen, also dass sie auch ein bisschen mehr ins Licht gezogen werden. Ob das jetzt so bleiben wird, das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, verhältnismäßig, ohne irgendwelche Studien jetzt zu kennen, werden die Autorenschaften, die männlichen Autorenschaften doch immer noch gut besetzt sein. Also ich glaube, da ist die Gruppe immer noch verhältnismäßig klein, die nach außen dringt. Aber ich kenne da jetzt auch keine Wissenschaft drüber, von daher ist es jetzt einfach nur eine Vermutung. Dem möchte ich nur beipflichten. Ich glaube, es ist auch da, es gibt natürlich einzelne Personen, die aber auch schon länger und auch schon länger schreiben, länger auch in diesen Literatur- oder auch Theaterstrukturen sind. So zum Beispiel, man würde jetzt denken, Fatma Aydemir, weil es bei der Shortlist zum Beispiel war, dass da voll viel auch an Literatur da ist oder sowas. Das gibt es. Also wir kratzen, wie du schon sagtest, immer noch an dieser Oberfläche. Dennis Utters Buch geht ja auch in eine ähnliche Richtung, Nedate Özede zum Beispiel auch, aber so, das sind, also wir können im Prinzip immer noch an der Hand abzählen, wie viele Leute mir zum Beispiel immer noch eine Stimme gegeben haben oder geben. Und das sind dann im Vergleich dann zu vor allem weißen Cis-Hetero-Männern, die nominiert werden, mit Preisen überhäuft werden oder sowas, ist es schon immer noch nichts. Das heißt, ich hatte auch mit Dennis Utter da kurz drüber gesprochen und er meinte auch so, wir dürfen uns überhaupt gar nicht Hoffnung machen, dass auf einmal diese Leute uns auch Strukturen geben. Wir sind immer noch außerhalb dieser Strukturen. Also den Jared Richards mit dem Elif Verlag zum Beispiel, das sind Dinge, die auch Realitäten schaffen, aber ein Großteil der Literaturbranche ist immer noch sehr weiß, also weiß, Literaturagenturen etc. Und ich weiß da immer noch nicht mehr, aber ich merke so, ich dachte auch, das ist so ein Spielfeld, in dem wir einfach reingehen können, alle spielen miteinander, alles ist total entspannt, jeder darf mal auch mal rutschen, aber es darf halt nicht jeder rutschen. So, da wird schon drauf geachtet, dass es Öffnungszeiten gibt und genau, und es gibt immer noch ein Ordnungsamt, so, und das ist und deshalb, ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, zu denken, nur weil einige jetzt auch eine Sichtbarkeit erfahren, und in der privilegierten Situation sind wir ja auch, also wenn ich 10, 15 Bücher geschrieben habe, dann, aber ein Buch ist noch nichts in dieser feurigen Literaturwelt, glaube ich. Also der deutsche Buchmarkt, die Buchbranche ist sehr weiß und sehr männlich, sehr heterogen, das nehme ich auch so wahr. Was dann Literatur von Menschen mit Migrationshintergrund angeht, denkt ihr, dass, weil oft schreiben sie ja dann auch über ihre Geschichte oder die Geschichte ihrer Vorfahren, wird das
vielleicht von den deutschen Lesern und Leserinnen auch erwartet, dass sie dann über ihre Familiengeschichte mit dem Migrationshintergrund schreiben, oder können sie auch mal über was ganz anderes schreiben und bekommen dann trotzdem die Aufmerksamkeit? Ehrlich gesagt, also ob sie die Aufmerksamkeit bekommen oder nicht, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Aber für mich zum Beispiel ist auch, dass ich zu dem, was ich schreibe, irgendwie auch selbst immer eine Nähe haben muss. Und wie gesagt, also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt eine typische Migrationsgeschichte nur ist. Es ist eine Geschichte, die in Deutschland spielt, es ist eine deutsche Geschichte auch und eine universelle Geschichte, die da beschrieben wird. Und ob ich nun irgendwann dazu komme, dass ich ein Science-Fiction schreibe zum Beispiel und in einer ganz anderen Welt eintauche, das kann ich heute noch gar nicht so sagen. Ich glaube aber, dass die meisten AutorInnen in irgendeiner Form über was schreiben, was ihnen dann doch eine Form von Nähe gibt. Also so, und deswegen sind die Bezüge da. Was die Leserschaft von mir erwartet, das weiß ich gar nicht. Also, und das hört sich jetzt ein bisschen arrogant vielleicht an, interessiert mich auch nicht, würde ich sagen, aber ich schreibe, ja, also schreiben ist ja für mich jetzt nicht etwas, dass ich sage, ich möchte schreiben und dann so und so viele Bücher verkaufen und die Person, sondern ich schreibe, weil ich denke, dass es eine Geschichte gibt, die ich da schreibe, die noch zu wenig oder gar nicht erzählt worden ist, die fehlt mir einfach in meinem Bücherregal. Wenn ich mir mein Bücherregal vor ein paar Jahren, also als Jugendliche anschaue, mein Bücherregal heute anschaue, merke ich, dass sich diese Geschichten vermehrt haben, die ich früher gerne hätte gelesen. Und es fehlen aber trotzdem noch welche. Es fehlen auch im Kinderbuchbereich zum Beispiel sehr viele Geschichten, meines Erachtens nach, die ich gerne, ich habe jetzt halt zwei Kinder, die sind 4 Jahre alt beide, und wo ich merke, ich würde denen gerne auch andere Geschichten noch erzählen, die ich nicht finde auf dem Markt. Und das würde ich dann aufschreiben, glaube ich, das also. Also als nächstes ein Kinderbuch von dir. Well, ich habe eigentlich schon eine Idee auch für einen Roman, aber hat natürlich auch, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, was mit Ressourcen zu tun und ja, Stipendien und Ähnliches, wenn wir uns das anschauen, wenn man diese örtlichen Stipendien sich anschaut, da können Frauen ja, die Kinder haben, eigentlich gar nicht hin, weil Familien da nicht hinreisen können. Aber ja, egal, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, entschuldige. Du wolltest auch was sagen noch. Jetzt habe ich natürlich meinen Faden verloren. Also ich glaube, möchte ich nur auch beipflichten. Ich glaube auch, gerade im Kinderbuchbereich hatte das gesehen. Also Josefina Pracu arbeitet viel auch im Kinderbuchbereich, wo es auch um Diversitäts- oder sensible oder rassismus-sensible Bücher geht. Sascha Stanitschit hat auch, glaube ich, ein Kinderbuch geschrieben, soweit ich was weiß. Ich finde aber diese Fragen also du hast ja eben auch schon angesprochen, wir werden ja in eine Schublade gepackt, so läuft dieser Markt einfach. Und sobald dieser Markt immer noch Rassismen reproduziert, werden wir auch in diese Schubladen gepackt. Damit musste ich mich irgendwie auch, weil ich dachte, ich habe irgend so ein total komplexes Buch geschrieben und dann stand auf einmal Migrant, Männlichkeit, Bums. Und dann war ich da so, ah ja, gut, was soll ich dagegen tun? Aber ich glaube, auch das möchte ich unterstreichen, mich interessiert die Meinung auch nicht. Aber gleichzeitig merke ich schon auch, ich für meinen Teil will meine politische Haltung von meinem literarischen Schreiben nie auch trennen, weil ich natürlich auch für mich merke, dass ich das Schreiben auch als Vehikel nutzen kann, um gewisse Komplexitäten auch runterzubrechen, um sie mehr auch zugänglich zu machen. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich trotzdem eben auch schon von diesen wundervollen Erfahrungen berichtet, wo viele Leute, die geschrieben haben und sich bedankt haben. Und bei mir, in meinen Lesungen kommen dann wirklich junge migrantische Männer im Prinzip, kommen sie zu mir und weinen vor mir. Und dann ist es immer so eine Überforderung, weil ich das selber ja auch total noch nicht so gut kenne. Und diese Räume zu schaffen, das ist, glaube ich, 10-mal mehr wichtiger, weil ich weiß auch, man denkt immer, ach, es gibt schon so viele. Und dann schreibt man zum Beispiel ein Buch, wie du das schreibst, oder vielleicht jetzt auch wie bei mir. Und es gibt da einen Bedarf und den spürt man emotional. Und das gibt mir natürlich einerseits natürlich mehr Kraft, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, nicht nur kann es diesen Raum geben, kann es dieses Buch geben, sondern es muss dieses Buch geben. Aus diesen Selbstverständlichkeiten heraus möchte ich auch mir, und das ist mir ganz wichtig, auch in meinem Buch zum Beispiel,
es gibt ja auch viele weiße deutsche Personen, die über Familiengeschichte, Nazi-Geschichte, whatever schreiben. Die machen im Prinzip nichts anderes so. Und ich will aber auch mir dieses Recht auf Komplexität nehmen in dieser Gesellschaft, weil ich schreibe auf Deutsch und ich positioniere mich mit diesem Buch für eine deutsche Gesellschaft. Was ist daran, was gibt es daran Undeutsches zu sehen? Und das heißt, für mich ist es aber auch wichtig, da auch eine politische klare Haltung zu haben und sagen, es gibt mehr als das, was ihr von uns denkt. Und deshalb umso wichtiger, dass diese Dinge, die immer schon gab, auch die Sichtbarkeit erfahren. Und vor allem in meinem Fall, ich fand es total spannend, dass du auch dieses Beispiel mit den Bildern auch im Fernsehen zum Beispiel gesagt hast, wie wichtig das eigentlich ist, mit Sehgewohnheiten zu brechen. Und ich benutze immer einen, wenn nach Pressebildern gefragt wird, dann benutze ich immer ein Bild von meinem Vater und mir, wie wir im Bett kuscheln. Und ich habe die Augen zu und er löffelt mich so quasi. Und dann merke ich selber, sowas bei der FAZ zu sehen, ist absolut krass für mich. Und das reicht mir schon. Dass die Leute denken, es gibt mehr als, mein Vater hält einen Boxsack vor mir und ich boxe ihm natürlich dann in diesen Boxsack. So, der, so. Du brichst ja in deinem Buch im Prinzip auch mit den Klischees über türkische Männlichkeit oder deutsche und türkische Männlichkeit. Also es gibt ja in beiden, ob jetzt deutsch oder türkisch, gibt es sehr viele Klischees, wie ein Mann zu sein hat. Und das ist, war auch für mich sehr augenöffnend zu lesen. Hättest du dir so ein Buch früher auch gewünscht für dich, so als eine Art Anleitung? Ja, absolut. Ja, kann ich nichts sagen, ja. Wie waren denn die Reaktionen darauf von Freunden hier und von Verwandten in der Türkei? Die haben noch nicht so viel gecheckt. Die haben natürlich, es sind viele Dinge abgebildet worden, wo ich mein Handy einfach mal so in die Mitte gelegt habe. Also sie wissen schon, dass sie da drin sind, aber ich merke auch immer, wenn man hier sagt, ich habe dich in meinem Buch und in der Türkei sind so, ach toll, du hast ein Buch geschrieben, wie toll. Und dann gibt es noch eine andere Wertigkeit. Die Reaktionen sind sehr schön. Natürlich positioniere ich mich auch mit dem Buch ganz theoretisch auch in so einem feministischen Kontext. Es wird ja gerade auch sehr viel über so kritische Männlichkeit und sowas gesprochen. Und, aber mein Buch setzt natürlich auch da an, aber gleichzeitig auch ganz woanders, nämlich in der Komplexität und in der Sektion von Migration und Gender im Prinzip oder Rassismus und Gender. Deshalb, ich habe mit dem Buch für mich schon so viel erreicht, weil ich mit meinem Vater eine ganz andere emotionale Ebene habe. Wir beide auch auf Bühnen sind, das Thema verhandeln, über Care-Arbeit auf Bühnen sprechen als die Person, die wir sind. Das ist das Geschenk, das größte Geschenk. Ich brauche, glaube ich, auch nicht mehr Rezensionen oder von irgendwelchen weißen Leuten, die meine Realität auch nicht greifen können und auch nicht müssen. Aber ich habe für mich schon so viel erreicht. Ich sitze in der Villa Oppenheim, das ist schon auch was Besonderes. Du hast wahrscheinlich auch sehr intensiv mit deinem Vater während des Schreibprozesses geredet über deine Erfahrung, das Aufwachsen und seine Vorstellung von Männlichkeit. Ich habe seine Facebook-Gedichte gelesen, die er auf Facebook hochgeladen hat und daraus sind dann Gespräche entstanden, wenn ich ehrlich bin. Es war weniger ein direktes Gespräch, sondern mehr ein Gespräch über Ecken, oftmals auch. Okay. Sprechen wir zum Abschluss nochmal darüber, dass eure Bücher bisher nicht ins Türkische übersetzt wurden. Was denkt ihr, wird es noch passieren? Gibt es da auf dem türkischen Literaturmarkt Interesse an diesen Themen oder... Was sind da so für gängige Themen? Wisst ihr das? Also ich würde mich sehr freuen, wenn es ins Türkische übersetzt werden würde und auch ein türkischer Verlag dahinter stehen würde. Bisher gibt es das nicht. Ich habe aber auch über drei Ecken immer wieder gehört, dass Literatur der zweiten, dritten Generation Türkeistämmiger in die türkische Sprache beziehungsweise das türkische Verlage dann nicht unbedingt immer sehr großes Interesse haben. Warum, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich glaube, es wird einfach doch viel mehr so Literatur dann aus dem Ausland, in Anführungszeichen, übersetzt. Und diese Literatur wird dann, ja, sie ist irgendwie nicht ganz Ausland, aber auch nicht ganz Inland, wahrscheinlich so gesehen. Aber ich hoffe und ich drücke mir selbst die Daumen, dass das noch übersetzt wird. Einfach auch, ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem egoistischen Grund, ich würde mich schon sehr freuen, wenn meine Familie, meine ehemaligen Professoren, also alles, was ich da an
Freundschaften auch habe, die auch alle mitfiebern praktisch über die sozialen Medien oder halt auch durch Anrufe, aber das selbst nicht lesen können oder nur den ersten Teil, der ins Englische übersetzt worden ist, dann lesen können teilweise. Das würde ich mich freuen, wenn die das lesen könnten. Und ich glaube auch, dass es spannend wäre, zumal ich, also was ich gehört habe von Therapeuten, muss ich sagen, die mit Frauen der ersten Generation arbeiten, dass sie sich vorstellen können, dass das für Frauen, die jetzt der Sprache nicht ganz so mächtig sind, der deutschen Sprache, dass das nochmal auch einen empowernden Prozess mit sich bringen könnte. Also ich weiß von Frauen, die haben das dann über online gelesen und haben dann immer, wenn sie Worte nicht kannten, raufgeklickt und sich das ins Türkische übersetzen lassen. Also das haben sie mir geschrieben. Und das fand ich schon ziemlich bewundernswert. Also die Ruhe habe ich nicht mehr unbedingt, dass ich, wenn ich die Sprache nicht ganz beherrsche, da so detailliert nochmal rumklicke. Erstmal, ich drücke dir auch die Daumen auf jeden Fall, das würde ich mir sehr wünschen. Und kann dem auch nur beipflichten. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich glaube, es ist, ich glaube, es spielt auch sehr, also eine Rolle, wie teilweise auch Einstellungen, Haltung gegenüber so Diaspora in gerade auch in Deutschland herrscht und gerade auch im Kontext von Literatur, weil ich glaube auch in der Türkei gibt es eine ganz andere Struktur, wer wie liest und in welchen Kontexten oder in sozialen Kontexten gelesen wird. Das kommt immer darauf an und wir bewegen uns ja dann schon an so einem etwas, also wir haben ja dann schon auch politische Kontexte im Blick von den Geschichten, die wir vielleicht auch erzählen. Ich habe immer so das Gefühl, da wird immer auch mit einer gewissen Skepsis auch drauf geblickt. So, weil ich kenne zum Beispiel meine Schwester, die 5 Jahre älter als ich ist, die hat nie deutschsprachige Literatur, die hat immer Ahmed Ümit gelesen zum Beispiel. Da gibt es nichts anderes. So, und dachte mir so, wir können uns dann sagen, irgendwelche Bücher bestellen, wie wär's? Und so, nee, Ahmed Ümit, ist mir egal, ich will die und die Leute. Und da dachte ich mir so, auch spannend. Also da gibt es ja auch eine ganz krasse Sehnsucht, auch zu verstehen, was in der Türkei passiert und andersrum dann vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, es hat, also ich würde mir das natürlich auch sehr wünschen und aber ja. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit einer Klassenfrage zu tun. Absolut. Also, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass, also wir haben, wie hier auch, der Literaturmarkt ist ein intellektueller, privilegierter Markt und das ist in der Türkei natürlich auch. Und die Arbeitsmigrantinnen gelten jetzt nicht automatisch als die Elite der Türkei, sondern eher als die ArbeiterInnen, die damals halt weggegangen sind. Und wahrscheinlich spielt, oder ich gehe davon aus, dass das halt auch mit eine Rolle spielt, ist die Klassenfrage. Absolut. Und ich glaube, aufbauen auf dem, es gibt eine sehr große Unwissenheit über Lebensrealitäten aus Diaspora-Perspektive in die Türkei und andersrum eben auch. Das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel das Buch von Özge İnan. Natürlich kann man hier nicht leben, glaube ich, da geht es auch um Fragen, also Geschichten von nach den 80ern geflohenen Perspektiven, also auch da eine Komplexität aufzumachen, also da passiert sehr viel, aber absolut, wir sind jetzt, kommen aus dem Westen der Türkei, aus Aydın, das ist eher ein Internet, mein Vater hat auch Lenin gelesen, alles Mögliche gelesen, das ist eine ganz andere Form, das heißt, das würde ich auf jeden Fall sagen und gleichzeitig, ich habe mir sagen lassen, dass der türkische Buchmarkt ist mit so Urheberrecht nicht so ganz ernst meint teilweise, da werden Sachen sehr stark wegkopiert und so, ich habe keine Ahnung. Ich würde es mir auch wünschen, aber ich glaube, so wie ich das immer wahrnehme, da müssen die Leute schon sehr, sehr erfolgreich sein. Also ich glaube, bevor mein Buch übersetzt werden würde, müsste das Buch von Dinçer Güçeter, Fatma Aydemir, Denizoto, Nejati und sowas übersetzt werden, wenn überhaupt. Aber ganz, also klar, ich würde mich freuen, mal in Istanbul eine tolle Lesung zu machen, so wäre nicht, aber gleichzeitig, ich würde mich dann auch da irgendwo fühlen, weil ich dann da sitze und wer spricht dann da Deutsch, spreche ich genügend Türkisch, Anxieties. Lass uns doch zusammen nach Istanbul gehen und eine Lesung machen. Super, super gerne, ich würde super gerne. Gut, ja, wir haben noch Zeit für Publikumsfragen. Wenn jemand eine Frage hat, ich glaube, man kann einfach reinrufen. Ich fand schön, dass du vorhin gesagt hast, dass du nicht gesagt hast, in Deutschland musste der Mann erlauben, dass die Frau arbeiten darf, sondern dass du gesagt hast, in der Bundesrepublik, weil es war ja nicht in Deutschland so, sondern in der Bundesrepublik.
Und dann habe ich mal überlegt, wie mir eigentlich so mit 15 die türkischen Frauen im Westen, im West-Berlin vorkamen, weil es ist ja im Prinzip so, als ob man neu geboren wird in so einem Land, von dem man überhaupt keine Ahnung hat, die Historie nicht kennt, und dann ist man plötzlich, lebt man in so einem Land, was eben so ist, wie es jetzt ist. Und alles nimmt dann so selbstverständlich hin. Und ich fand die türkischen Frauen immer wahnsinnig stolz und selbstbewusst und habe halt überhaupt nichts mitgekriegt von diesen Klassen. Das war, ich dachte, die sind einfach so. Also von, keine Ahnung warum, ich habe es eben so hingenommen. Und ja, das wollte ich nur. Also dass die Sichtbarkeit fehlt, das habe ich eben gar nicht geschnallt. Das ist mir erst viel später, also eigentlich erst jetzt klar geworden. Das ist wirklich auch so ein Ost-West-Ding, deswegen auch Bundesrepublik, ne? Weil in Ostdeutschland, in der DDR war es ja anders, waren die Arbeiterinnen, hatten einen ganz anderen Status als, ich komme auch aus der Bundesrepublik, da ist die Frau zu Hause geblieben und der Mann war arbeiten, und insofern waren vielleicht meiner Elterngeneration die türkischen Arbeitsmigrantinnen immer so ein bisschen komisch, weil die so... Also, weil sie so selbstbewusst waren und in ein fremdes Land gegangen sind zum Arbeiten, was sich wahrscheinlich die deutschen Frauen niemals getraut hätten. So. Ja, und in der DDR waren ja auch, gab es ja keinen Austausch. Also es kamen ja nicht irgendwie Leute dahin und haben da sind wieder gegangen oder so. Es war ja in der Bevölkerung sehr statisch. Und wenn da mal jemand schwarz war, war es klar, ist irgendwie ein Gastarbeiter, ein Student gewesen. Meistens waren es Studenten, der irgendwie wieder weg ist. Und ein Vater, der nicht mehr da ist. Aber das war so ganz klar, dass das dann auch Berliner Kinder waren. Also wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also es wäre so ein komplett abwegiger Gedanke gewesen, dass die kein Deutsch können. Also völlig absurd eigentlich. Ja, wobei man sagen muss, also der Punkt, ne, in der DDR, was die Frauen angeht, dass sie halt selbstverständlich gearbeitet haben, aber auch selbstverständlich den Haushalt geführt haben, größtenteils, muss man auch sagen. Ne? Das ist das eine, aber die Arbeitsmigration in die DDR, die war zum Beispiel auch nicht die, das war schrecklich. Also da war gerade, was die Frauen angeht, das galt das Gleiche. Die durften nicht schwanger kommen, sollten keine Beziehungen haben, also kein eheliches Verhältnis haben etc. Und da ist man auch davon ausgegangen, ähnlich wie in der Bundesrepublik, die kommen und dann tauschen wir sie halt aus. So. Studenten ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, weil die einfach aufgrund der politischen, das waren ja dann die sozialistischen Schwester, Brüder, Schwesterländer, Geschwisterländer, die dann vor Ort waren, und dann hat man nochmal, also war es auch eine Form von anderer Elite, die dann da war, die sicherlich auch Rassismus vor Ort erlebt haben, aber eine andere Elite als die Arbeitsmigrantinnen. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Nein. Höhn meinte, dass das Buch erstmal in der Schublade lag, weil ja die Zwillinge kamen. Und war es dann, Freunde haben sie dann ermuntert, das irgendwie doch auf den Markt zu bringen. Aber dieses Gefühl, dieses Empowerment, war auch mit dem Schreiben des Buches da, oder ist es so, Also wofür war es wichtig, das Buch zu publizieren? Natürlich, dass es Menschen dann lesen, aber für das Gefühl, für also sozusagen, wie soll ich sagen, für ihre Seele oder ihr Selbstempfinden, war es eigentlich mit dem Schreibprozess dann auch abgeschlossen? Oder war es wichtig, dass doch, das sollen noch Leute lesen? Oder war es dann doch ein Ganzes, als sie das zu Ende geschrieben haben? Also der Punkt, als ich das Manuskript fertig habe, da war für mich schon sehr viel Empowerment einfach da. Das war, also ich hätte damit auch mich zufrieden geben können, so, das hätte mir auch gereicht. Es wäre jetzt aber eine Lüge zu sagen, dass als ich das Kind in der Hand hatte, dann praktisch als Buch, dass mich das nicht stolz gemacht hat und dass mich das nicht auch Kraft und nochmal eine Form von Stärke gegeben hat. Das hat mich natürlich auch, also da war ich stolz auf mich selbst, dass ich dachte, hey, also für jemanden, der je nach Lehrerin, Lehrerin mal eine 5 im Aufsatz hatte und mal eine 1 im Deutsch, ich habe jetzt einen Roman rausgegeben, ich kann mich jetzt Autorin schimpfen. Also so,
Das war auch da, also keine Frage, ja, klar. Ja, bitte. Ich glaube, es ist, ob das ein Mensch oder eine Gruppe, es ist sichtbar oder nicht sichtbar wird, hängt es nicht von den Menschen selber, sondern es ist das Medienschaft. Wenn Medien möchte, kann das sehr, sehr gut sichtbar machen. Und wenn das nicht möchte, dann macht es so toll unsichtbar. Niemand nimmt es das wahr. Früher, wenn dann auch irgendwas mit dem Türkei was war, das wurden sofort mal angesprochen oder mit Migranten hier, Medien dann. Und ich habe jedes Mal gesagt, Entschuldigung, ich habe noch viele Wissen über andere Themen. Möchten Sie nicht mit mir auch über andere Themen mal dann ein Interview machen oder darüber mal reden? Wie können wir zusammen philosophieren? Wie können wir über den allgemeinen Frauenbewegung, auch deutsche Geschichte, kann ich vielleicht noch besser als manche Deutschen, dass sie sich nie interessiert haben, dass ich mich interessiert habe. Aber die Interesse war nicht da. Also es ist, für den ist es immer so Schubladen, wenn dann irgendwas mit Migration dann gibt, aha, wir können mal den oder den mal dann ansprechen, aber darüber hinaus nicht. Oder in den Diskussionen, achten Merks haben wir dann immer den Frauentag. Meine Motto war das immer, Migrantinnen in Führungspositionen. Ach, wir haben viele meine weiße deutsche Schwestern gesagt, was soll denn das? Die können doch nicht mal Deutsch und sollen sie jetzt auch in Führungspositionen? Habe ich gesagt, alle deutschen Frauen sind dann Deutsch können, die sind auch nicht in den Führungspositionen. Also es gibt es schon, das ist die Gruppe, die Frauen, dass sie in der Lage sind, sowas zu machen. Oder habe ich gesagt, wieso vergleichen sie sich immer sich? Eine Professorin vergleicht sich mit einer Arbeiterin, dass sie nicht mal vielleicht einen Hauptschulabschluss dann hat. Und stattdessen, warum vergleichen sie sich nicht mit gleichem Hintergrund, mit einem Migrationshintergrund Frau? Da habe ich gesagt, lassen Sie uns mal gemeinsam jetzt uns persönlich nehmen und diskutieren über den, was das Feminismus ist. Dann sehen wir mal, wie weit, dass wir dann viele Gemeinsamkeiten würden wir entdecken. Ist das, was uns dann so trennt und über den anderen die Arme müssen die mal helfen, da fühle ich mich gut. Und bei einer Diskussion habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin sehr dankbar, dass Sie bis jetzt für uns gesungen haben, aber lassen Sie jetzt uns mal selber singen. Und später kam der eine weiße Deutsche gefragt, wer verhindert Sie, singen Sie doch. Also, es ist nicht böse gemeint, aber es ist dann, man sieht, es geht nicht nur um, wie wir uns sehen, sondern wie weiße Gesellschaft uns sehen möchte, dass wir das sein sollen. Und das ist das jetzt, ich glaube, die neue Generation diese Grenze gebrochen und dass sie dann sagen, ich bin ich und nicht das, was sie das nicht machen möchten. Das finde ich toll. Danke euch. Ja, danke Gün, danke Anil, danke liebes Publikum und auch an der Stelle noch danke an die Sponsoren, Hauptstadt Kulturfonds und Draußenstadt, das Projekt vom Senat. Und ja, danke, dass Sie hier waren. Lesen Sie die Bücher, falls Sie sie noch nicht gesehen haben. Und ja, schönen Nachmittag noch. Danke, danke für die Moderation.